Guten Morgen zusammen, das ist mein Volkswagen ID.3 First Edition Plus. Ich habe ihn jetzt seit 3 Jahren und heute machen wir einen Degradationstest. So, wie viel Batteriekapazität haben wir in den 3 Jahren verloren? Der ID.3 First Edition hatte ja eine 62 Kilowattstunden Batterie, nutzbar 58 Kilowattstunden. Und was wir heute machen ist, wir fahren auf die Autobahn, fahren eine langsame Geschwindigkeit, ungefähr 90 km/h, und fahren ihn von 100% runter auf ca. 10%, dann rechnen wir die gesamte Kilometer, die er haben könnte, aus und multiplizieren das mit dem Verbrauch, den mir das Auto anzeigt, und dann kommen wir auf die Batteriekapazität. Diese gleichen Reichweitentests habe ich gemacht, gleich einen Tag, nachdem ich ihn bekommen habe, 1 Jahr später und 2 Jahre später. Und übrigens bin ich ein Idiot, weil ich habe einen anderen Ionity Charger angesteckt und er hat mir einen Kommunikationsfehler gebracht. Ich dachte, was ist hier los? Habe es nochmal probiert, dann habe ich es mit der Karte probiert, dachte, vielleicht geht Plug and Charge nicht. Dann habe ich es auf einem anderen Lader probiert, hier ging immer noch nicht. Aber ich bin ein Idiot, ich hatte Battery Care Mode an, zu Hause auf 100% geladen, dann waren hier 90%. Und dann war das Charge Limit bei 80% und hat natürlich nicht geladen. Wer den Kanal unterstützen will, es gibt unten in der Beschreibungsbox einen Patreon-Link, hier auf YouTube Kanalmitgliedschaft, und ich habe auch Merch. Und wer einen ID.3 4 5 in Deutschland bestellt und meinen Empfehlungslink unten in der Beschreibung benutzt, der bekommt er und ich 200 Euro Ladeguthaben. Außerdem teste ich die Batteriekapazität mit dem Avilu Batterietester hier. Der ist hier unten bei meinem OBD-Port angeschlossen. Der liest während der Fahrt die Batteriespannungen, Ladezustand, Batterietemperaturen aus. Und ich muss von 100% bis 10% runterfahren und dann bekomme ich ein Zertifikat, was die Batteriekapazität ist. Nachricht an Ionity: Repariert eure Bildschirme. Schon wieder hier an dieser Location funktionieren 2 Bildschirme nicht. Ich bin auf dem Weg, bin schon 46 Kilometer gefahren, bin schon bei 89%, habe bis 100% vorhin geladen. Der Durchschnittsverbrauch und die Reichweite interessiert uns heute überhaupt nicht, sondern es ist die Kombination, dass wir die Batteriekapazität berechnen können. Durchschnittsgeschwindigkeit 76 km/h ist super und es wird auch wunderbar sein. Bis jetzt konnte ich die 93 km/h, die ich fahre, die ganze Zeit halten, bis auf einmal ganz kurz musste ich etwas langsamer fahren und dann gerade eben habe ich die Autobahn gewechselt, das auch ganz kurz, aber sonst wunderbar. Ich bin im Eco-Modus, nicht dass das wichtig wäre, glaube ich heute, und ich habe da mein Klima auf 20 Grad und mein Lüfter ist ganz unten, soll also auch nicht viel Energie brauchen, aber mir ist jetzt auch gar nicht kalt, ich habe vorgeheizt vorher. Es hat im Moment 10 Grad, als wir gestartet sind, waren es 11,5. Im Nebel ist es ein bisschen kälter. Der Nebel hat so bei, Mann, bist du laut und stinkst. Der Nebel hat so bei 10 Kilometer außerhalb von Passau angefangen. Avilu habe ich auch schön gestartet, bevor ich losgefahren bin. Und ich fahre jetzt hier in diese Richtung nach München, bin von Passau nach Deggendorf, Deggendorf jetzt nach München und dann München vorbei. Und ich fahre so lange, bis wir bei 56% Ladezustand sind. Und dann fahren wir das Ganze wieder zurück und dann hoffe ich, dass ich unter 10% bin, wenn ich ankomme. Dann ist Avilu zufrieden, ich bin zufrieden, weil wir viel benutzt haben von der Batterie. Genau. Also fahren wir ein bisschen Musik hören, vielleicht ein Podcast, ich weiß noch nicht. Es ist wunderbar, es ist extrem viel los, so viele Autos, aber Sonntag in Deutschland auf der Autobahn, keine Lastwagen. Bis jetzt ist noch kein einziges Auto oder Fahrzeug vor mir langsamer als ich gefahren.
ich muss, deswegen kann ich die Geschwindigkeit super halten, aber ich behindere halt ein paar Leute. Aber hallo, 93 km/h ist jetzt auch nicht so langsam. Und bis jetzt konnte noch jeder überholen und musste nicht eine Stunde hinter mir fahren oder so. Ich bin bei 75%, als es umgeschaltet hat, bin ich genau 100 Kilometer gefahren. Das hieße volle Reichweite 400 Kilometer und Verbrauch war 138 Wattstunden pro Kilometer. Das würde eine Kapazität ergeben von 55,2 Kilowattstunden. Das ist ja nur darauf basierend, dass ich sage, dass der Ladezustand perfekt linear nach unten geht. Also genauso wie er jetzt runtergegangen ist, müsste er weiter runtergehen. Und das sehen wir, deswegen fahren wir ja den ganzen Test, dass wir dann sehen, ob das auch stimmt und nicht nur 25%. Ich fahre mal runter bis auf mindestens 10-9% irgendwie so. Und dann können wir das auch sagen, ob das stimmt. Es wird alles ein bisschen dauern, weil ich ungefähr, wo war ich denn, bei einer Stunde 7 Minuten oder so, da war es ein Viertel, was ich heute fahren werde. Also werden wir fast 4,5 Stunden fahren. Viele von euch werden es gar nicht wissen. Ich spiele ja Gitarre und zwar seit ich 16 Jahre alt bin, jetzt sehr, sehr wenig. Aber ich war mal in einer Band, Metal natürlich. Und bevor ich in dieser Band war, das war erst vor 10 Jahren oder so, davor habe ich, seit ich 16 bin, die ganze Zeit Songs aufgenommen und ich höre mir gerade die alten Songs an. 99% wurden auch keine Songs, die irgendwann richtig aufgenommen wurde, aber damals habe ich immer alles aufgenommen und bin gerade auf eins gestoßen. Das ist richtig Metal. Oh Mann, das bestimmt 25 Jahre her, als ich das aufgenommen habe, wenn das überhaupt reicht. Oh mein Gott. Ich bin bei 50%, eigentlich schon bei 49, habe 48, habe bei Englisch zu viel geredet. Bei 58% habe ich umgedreht. War vielleicht ein bisschen zu früh, weil ich 136 Kilometer zum Lader habe, 176 Kilometer Reichweite. Und es sieht so aus, wie wenn es, ich dachte, es wird ein bisschen weniger, es soll weniger Sicherheit sein, das wäre mir am liebsten, weil ich unter 10% ankommen will. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen beschleunigt, weil ich eben denke, also von 93 auf 100 km/h, weil ich sonst vielleicht über 10% ankomme und das muss ja nicht sein. Und das Wichtigste hier bei diesem Test ist, nicht viel Power vom Motor benutzen. Und das sieht man hier, der benutzt fast gar nichts, weil das würde Wärmeverluste bedeuten und das ist dann nicht im Verbrauch drin und dann ist der ganze Test für nichts.
Als ich bei 50% war, bin ich genau 198 Kilometer gefahren. Verbrauch war wie jetzt 134 Wattstunden pro Kilometer. Das würde eine Batteriekapazität entsprechen von 53 Kilowattstunden. Wir sind also von 55,5 runter auf 53. Deswegen machen wir den Test heute von 100 bis so weit runter, wie es nur geht. Am besten wäre es natürlich, wir würden bis 0% oder 1% fahren. Aber das ist stressig und so genau brauchen wir es dann auch nicht. Wir fahren auf 10% runter oder 9, sowas, und berechnen dann, wenn wir dort sind. Aber es wird auf alle Fälle weniger. Das ist gut, weil 55, das wäre schon ganz komisch gewesen. Wie gesagt, habe noch 134 Kilometer zum Lader. Und ich benutze übrigens Volkswagen-Navigation. Viele Leute mögen das nicht. Ich mag es furchtbar gerne. Also ich mag es, wie es darstellt, sehr gerne. Ich mag, dass die Uhrzeit rechts oben, dass die mit meiner Geschwindigkeit übereinstimmt. Nicht wie bei Google Maps, wo automatisch 130 angenommen wird auf der Autobahn. Also ich mag Volkswagen Navi wirklich gern. Die Suche ist halt nicht so toll. In Google Maps kann ich eingeben, was ich will. Ein Geschäft oder keine Ahnung, eine Straße, irgendwas. Er findet alles wunderbar. Hier findet er einiges nicht und es dauert auch ein bisschen länger. Das stimmt vollkommen. Aber ich finde die Darstellung einfach sehr schön. Und ich habe dann das ID-Light auch noch an. Meine LED-Leiste hier. So, wenn ich von der Autobahn runter muss, dann zeigt er mir es 2 Kilometer vorher schon. Und ich mag das einfach gerne. Also ich fahre auf Langstrecke, fahre ich lieber mit dem Volkswagen Navi. Und ich habe auch festgestellt, wenn Stau oder irgend sowas ist oder Umleitungen oder irgend sowas, zeigt er mir das eigentlich auch ziemlich schnell an. Also da ist Google Maps nicht viel schneller. Der Unterschied ist vielleicht die Wartezeit. Das wird bei Google Maps viel schneller aktualisiert, wenn es jetzt ein 10-Minuten-Stau ist und dann 15 Minuten und so weiter. Das dauert im Volkswagen Navi auch ein bisschen länger. Aber bei Google Maps ist das manchmal auch hin und her ein bisschen komisch. Er zeigt 10 Minuten an, aber man steht schon 10 Minuten drin und so. Das muss auch nicht immer stimmen. Aber wie gesagt, die Anzeige mag ich und deswegen benutze ich das. Hab's gesagt. Und wenn ich ein Head-Up-Display hätte, dann würde mir auch ein Head-Up-Display zeigen. Aber das habe ich nicht. Wie ich sehe, sollte ich so nach 4 Stunden ungefähr ankommen. Das ist auch schön. Durchschnittsgeschwindigkeit 86. Das wird steigen. Jetzt in den letzten 130 Kilometer werde ich jetzt diese 100 fahren. Alles wunderbar. War gerade bei 25%, das waren 281 Kilometer, 136 Wattstunden pro Kilometer ist mein Verbrauch, weil der ist ein bisschen gestiegen, weil ich mit 105 km/h ein paar Kilometer gefahren bin, weil ich über 40 Kilometer Sicherheit hatte. Ich würde also praktisch mit über 40 Kilometer beim Lader ankommen, das wären nicht 10%. Jetzt sind es 29 bis 30 Kilometer, völlig okay. Und Navigation sagt mir auch, ich komme mit 8% an. Also sollte okay sein. Ich habe wieder verlangsamt auf 100. Wenn ich diese Zahlen zusammenrechne, komme ich auf 51 Kilowattstunden. Wir kommen also näher an eine reale Zahl, die ich mir vorstellen kann, weil ich mir denke, dass es 1 oder 2% mehr Degradation sind wie letztes Jahr, also so auf 11 oder 12%. Genaue Zahl, das machen wir dann, wenn wir angekommen sind, rechnen wir Batteriekapazität und dann, wie es war, als ich das Auto bekommen habe und heute. Ich habe übrigens die Klimaanlage eingeschaltet auf 22 Grad, ein bisschen die Lüftung erhöht, weil es draußen 17 Grad hat und die Sonne aufs Auto scheint, aber der Verbrauch dieser Klimaanlage soll auch in dem Durchschnittsverbrauch auftauchen. Das ist jetzt nicht so wie beim Wärmeverlust, der nicht dort auftaucht.
bin mit 8% angekommen, 340 Kilometer gefahren, 137 Wattstunden pro Kilometer war mein Verbrauch und ich berechne jetzt gleich mal die Batteriekapazität. Es ist ein paar Tage später und ich bin zu Hause und ich habe jetzt meine Daten hier in die Tabelle eingetragen und dann schauen wir uns an, was wir hier herausfinden. Also ich bin 340 Kilometer gefahren, 100 bis 8%, das wären volle Kilometer, also wenn ich es auf 0% fahre, von 369,57 Kilometer. Mein Durchschnittsverbrauch war 137 Wattstunden pro Kilometer, macht eine verfügbare Energie in der Batterie zum Fahren von 100 bis 0% 50,63 Kilowattstunden. Am Anfang, ersten Tag, hatte ich, das muss man jetzt auch sagen, es war nicht in der ersten Minute, wo ich das Auto bekommen habe, sondern ich bin von Dresden heim, also da sind 500-600 Kilometer draufgefahren worden und dann war der Test. Aber es waren 57,17 Kilowattstunden. Im ersten Jahr hatte ich 52,65 Kilowattstunden, letztes Jahr 51,23 Kilowattstunden. Und was ist jetzt der Unterschied in Prozent? Im ersten Jahr habe ich 7,91% von der Batteriekapazität verloren, im zweiten Jahr 10,39% und dieses Jahr sind es nun 11,43%. Also erstes Jahr 8%, zweites Jahr 2% mehr und dieses Jahr 2,5% und jetzt 1%. Also wird auf alle Fälle weniger Verlust pro Jahr, das ist schon mal gut, aber 11,43% von Beginn bis jetzt in 3 Jahren, das ist schon viel. Wenn wir jetzt die WLTP-Reichweite von 420 Kilometer nehmen, das sind ja fast 50 Kilometer, das ist schon viel. Das ist schon okay. Wichtig ist jetzt hier wirklich, ich habe das erste Jahr, als ich das Auto hatte, sehr viel DC geladen und sehr oft auf 100%, weil ich sehr viele Tests gefahren bin und habe oft, musste ich weit fahren und habe 100% geladen und dann bin ich losgefahren. Wichtig ist hier aber, das Auto war nie lange auf 100%. Also ich habe schlimmsten Fall 10 Stunden oder so, also in der Nacht vollladen lassen auf 100%, also in der Früh 100% hatte. Es war jetzt nie tagelang, dass der auf 100% war oder überhaupt einen Tag, niemals. Habe aber wirklich oft DC geladen, ich würde sagen 80% DC. Im zweiten Jahr ging das ein bisschen normaler und letztes Jahr, also von 22 auf 23 jetzt, würde ich sagen 90% AC oder 80% sowas und fast nie auf 100%, vielleicht im ganzen Jahr 5-6 Mal und das war alles vor 2 Wochen mit der IAA, wo ich 5-6 Mal hinfahren musste und habe jedes Mal zu Hause auf 100% geladen, dass ich natürlich das meiste von zu Hause nutze und nicht unterwegs lade, weil das kostet ja dann auch mehr Geld. Ja, also mein Verhalten ist besser geworden, aber trotzdem, die Fahrt war übrigens wunderbar, ich musste fast nie beschleunigen und wenn, dann habe ich leicht beschleunigt. Ich glaube nicht, dass ich starke Wärmeverluste hatte, so das Ergebnis sollte ziemlich genau sein. Im ersten Jahr habe ich übrigens Volkswagen meine Batterie testen lassen und die haben auch 8% errechnet und im zweiten Jahr auch 10%, was ich hier anzeige. Also denke ich, dass ich da ziemlich gut liege. Wir schauen uns den Abilu-Tester noch an hier. Der sagt mir, dass ich einen State of Health von 91% habe. Die sagen also, dass ich 9% verloren habe. Die geben davon aus, dass es eine 54 Kilowattstunden nutzbare Energiebatterie ist und dass ich jetzt 49,28 Kilowattstunden benutzen kann. Was man hier wunderschön sieht, ist, dass die Batterie am Anfang 28 Grad hatte, wahrscheinlich vom Laden, von 90 auf 100%, dann aber nicht schön Temperatur verloren hat, aber nicht heiß ist am Ende des Fahrens. Also ich habe wirklich gut, bin gut gefahren, nicht zu warm werden lassen und ich sehe auch, dass die Zeltspannung sehr gut ist, weil der Unterschied zwischen dem Minimalwert zum Maximalwert ist ziemlich nah. Das heißt, meine Module sind völlig okay, sind nur 0,01 Volt beim Start und 0,02, als ich fertig war, bei 4%. Also das ist guter Wert, meine Module sind gut.
Aber dann haben wir das gesehen, 11,43%, das ist schon eine Stange. Ob das jetzt an meinem Lade- und Fahrverhalten liegt, weiß ich nicht. Mir haben andere ID-Fahrer gesagt, sie haben ähnliche Werte. Habe aber auch andere gehört, die sagen, merken überhaupt nicht, dass sie irgendwas verloren haben nach 3 Jahren. Die ersten 8% haben mir auch viele Techniker, die was mit Elektroautos zu tun haben, gesagt, das ist völlig normal, weil eben Chemie sich legt und alles. 8% im ersten Jahr ist völlig normal. Bei vielen Autos sieht man es aber nicht und merkt man es nicht, weil der Hersteller das so macht, dass dann diese 8% vom Puffer benutzt werden, dass sich praktisch die Reichweite, die man zum Fahren hat, nicht sehr stark verändert. Jeder Hersteller macht das anders. Tesla macht das zum Beispiel nicht und Volkswagen macht das jetzt auch nicht. Jeder wie er will, so ist das halt. Aber wie gesagt, wir sind jetzt 11,43%. Ich werde das Auto noch ein paar Monate haben, nicht zu lang. Ich hoffe ja darauf, dass ich den ID.7 bestellen kann. Ist noch nicht ganz sicher, aber ich hoffe sehr. Würde mich sehr darauf freuen und dann würde ID.3 gehen und ID.7 kommen. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.